Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Beirut. Ich habe mal eine neue Station runtergeladen, und zwar Edinburgh. Da haben wir 36 Züge. Theoretisch dauert das 1 Stunde 6 Minuten. Mal schauen, ob wir das schneller hinkriegen. Und als Beschreibung sagt er hier Timetable Mode for Haymarket Station. Neues Spiel. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Relativ überschaubar. Slateford, New Craig Hall und sorry für das Handy. Das werden wir dann gleich mal wieder auf nicht stören machen. So, dann haben wir da oben ein kleines Depot. Haymarket ECS Siding. Edinburgh Park, Southgyle und Edinburgh Gateway mit dem ersten Zug. Der möchte noch Haymarket Gleis 2. Das kannst du haben. Gleis 2. Also gerade durch. Wunderbar. Und da geht es nach Waverley weiter. Cool. Grüne Welle für dich, mein Kollege. Mal ein bisschen vorspulen. Und die nächsten. Gleich 2. So, er will auf Edinburgh Park. Gleis 2. Mal hier so rüber. Du, Kollege, möchtest noch New Craig Hall 2. Das ist da drüben. Und da haben wir manuelle Signale hier. Ja, haben alle hier Fahrt. Wunderbar. Das nutze ich gerade mal für ein Foto. Sehr gut. Und vorspulen. Und der nächste. Du möchtest noch Gateway 2. Stelle ich dir auch schon mal durch. Auf diese Strategie geht so auf. 3 Abstellgleise. Haymarket Depot, Haymarket ECS Siding. Also irgendwas, was wir da vermutlich noch machen müssen. So, keiner geht sich im Weg um. Edinburgh Park. Du möchtest nach Haymarket Gleis 4, kriegst du von mir. Das ist eh einmal gerade reinfahren. Neues. Und der nächste. Slateford 2, einer der noch da unten fährt. Okay. Easy enough. Oben auch noch einer. Er will auf 2. Nur einer drin steht. Perfekt. Ja, also hier will ich 100% schaffen. Auch noch einer für den Gateway. Jo, da drüber. Wie schnell fährst denn du eigentlich? 200! Holy shit. Schnelle Strecke da oben. Na, ruhige Welle jetzt gerade. Kein Zug, der kommt. Okay, wir haben nur noch einen Zug. Ah, jetzt kommt einer von da oben. Cool. Du musst dann auf Haymarket 1. Machen wir das mal nach da oben. Wenn du da ankommst, bitte wenden und in Haymarket machen wir automatisches Wenden an. Betrifft dann eh auch nur das Gleis Nummer 1. Und dann geht's bei dir nach Edinburgh Park. Ja, okay. Das ist überschaubar. Ja, so. Wir fahren da runter. Du möchtest noch Slateford 2. Kriegst du. Einmal so und einmal so. Wunderbar. So, der bleibt einmal hier stehen und dann Gleis 2.
Jetzt ist er da im Weg. Schauen, wann fährst du da ab? Um 17 nach. Was hast du denn für eine Nummer? Ja gut, bis der da mal ankommt, ne? So, ein bisschen schneller. So, und nach Park. Das wäre am besten hier runter, darüber, so. Tschüsskowski. Und der fährt dann auf die 2. Dann wird das vorprogrammiert. Ja, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch warten. Und die nächsten. Der will Haymarket Gleis 4. Bitteschön, Einfahrt hast. Und vom Park kommt jetzt noch einer, der will noch New Drake Hall 2. Das ist rechts unten. Das heißt, du fährst dann hier so. Hier. Hier und hier. Wunderbar. Haymarket Central Junction. Ob da mal einer von da noch so fahren will? Wir werden sehen. So, vorspulen. Der fährt noch Gateway. Okay. Einmal einstellen. Fertig. Also die zwei Fahrstraßen stellen sich, sobald er hier weg ist. Nice. Ja, wirklich easy going. So, noch einer vom Park. Oh, der muss ins Depot reinfahren. Das heißt, Haymarket Gleis 1. Einmal so und so. Jetzt zu schon mal die Fahrstraße. Noch einer. Auch wieder einer, der nur auf Gleis 2 will. Alt, Signal. Einmal da, einmal da. Auf die 2. Mehr schon mal vorprogrammiert. Alle brettern alle mit 200 da oben. So, du bist nach Edinburgh Park. Das heißt, du fährst hier geradeaus. Einmal so. Einmal so. Noise. Oh, oh, oh. Sorry, sorry, sorry. Ah, oh, scheiße. Jetzt habe ich wegen dem Punkteabzug gekriegt. Ja, das ist sogar enthält eine Strafe beim Anhalten. Ah, Mann. Wie ist das eigentlich mit dem Depotzug? Ne, der hat das nicht. Gott sei Dank. Wäre ein bisschen unlogisch, nachdem er ja anhalten muss. Der geht nach Gateway. Hält aber hier einmal ganz kurz. Oh, Mr. Manöver. Fahren Sie mal schnell ein. So, und dann fahren wir hier oben aufs automatische Signal. Gut gedreht hat er. Kommt wieder einer von Gateway. Will halt auch wieder auf Gleis 2. Mensch, hier fahrt es aber langweilig. Hat's alle das gleiche hier. So, bei Ankunft bitte wenden. Dankeschön. Ja, ich weiß. So, da. Und dann kann der schon nach hinten wieder raus. New Drake Hall 2. Easy enough. Der will zum Park rüber. Hey, komm.
Einmal so. Ja, chillig. Noch einer für Gateway. Ja, also ist eigentlich ziemlich straightforward. Hat selbst am Anfang ein bisschen kompliziert ausgesehen, aber es ist ja alles recht einfach. Also vor allem, wenn man keine Sonderzüge hier drin hat. So, was bist du? Du bist auf Gleis 4. Das ist eh einfach geradeaus. Wäre eigentlich noch interessant zu sehen, wie es auf der rechten Seite von Haymarket weitergeht mit den vier Gleisen. So, du bist noch Slateford 2. Bitteschön. Noch einer von Gateway. Der wird natürlich auch wieder auf Gleis 2. Nicht mal weichen putzen kann ich den lassen. Aber dann gibt es auch wieder Abzüge hier. Du bist wieder Gateway. Oh, bitteschön. Vorspulen. Ah, das ist jetzt wieder die Trockenphase hier. Oh, cool. Von oben kommt wieder was. Was war's? Du fährst diesmal. Da nein. Dann wieder nach Park und bitte wenden. Sag mal, du fährst mit 120 da in das Depot rein, beziehungsweise aus der Abstellung raus. Das ist aber schon die 10 schnell, würde ich mal sagen. Hochgeschwindigkeitsabstellung da oben. wo bist du hin? Slateford 2. So, komm. Ein Stück weiter noch. Noch ein Stück. Beziehungsweise, ich glaube, der fährt jetzt einfach hier raus, oder? Das ist jetzt aber irgendwie krass. Minibok Gateway. Du fährst wieder auf Gleis 2. Okay. Wird aber eher vermutlich als erstes fahren. Also eigentlich ist das schon. Also da braucht es eigentlich hier noch ein Signal. Dass er da so einfach rausfahren kann. Das ist nicht gut. Oder die ganze Übung hinter dem Signal. Was denn? Da ist ja noch ein Zug. New Craig Hall 2. Wo war das nochmal? Ach, da unten. Das heißt, du fährst so. Habe ich jetzt einen übersehen? Nee. Du fährst nach Park 2. Das heißt, Kollege, du fährst dann so. So, so und so. Ja, okay, der fährt jetzt gleich ab. Das heißt, das nehmen wir zurück. Tun das hier mal so einstellen. Du dann für die 2. Wo bist du hin? Hey, Market 4. Kriegst du auch. Störst eh keinen mit deiner Fahrstraße. Und weiter geht's. Ups, der nächste. Das ist dann wieder für den Gateway. Oh, wir haben es jetzt dann gleich mal geschafft. Das ist aber eine Expressstunde gewesen. Ja, ich glaube, der schreit zeitlich noch einen kleinen Doppelpack, glaube ich.
Einer vom Park. Der will ins Depot. Gleis 1 wäre gestellt. Noch einer von Gateway. Was er wieder auf die 2? Ja, klar. Du. Also wenn du da oben einen Zug falsch annimmst, dann bist du echt ein bisschen am Arsch, weil der kann erst frühestens ja, hier wieder wechseln. Blockierst du da einfach mal alles. Das war's dann mit den Punkten. Ja, das gleiche eigentlich auch da unten. So, vorspulen. So, der will nach Park. Einmal geradeaus. Wunderbar. So, lassen wir den zuerst einfahren. Dann braucht er nicht bremsen. Der ist da noch mit 200 unterwegs. Schnelle Einfahrten hier. Da ist er, der letzte Zug. Das ist einer für Gateway. Also wieder so rüber. Kann ich das? Na, ich kann es natürlich nicht schon voreinstellen. So, wir fahren nach da oben. Alter. Ein Schirm mit 120. So, bitteschön. Und wenn denn... Ja, dann glaube ich, habe jetzt nichts mehr zu tun. Wir fahren jetzt alle ins Exit rein. Ja, da oben ist der letzte. So, komm, weg mit dir. Wunderbar. Wertung 100% Abzüge einmal, weil er bremsen hat müssen. Ah, na gut. Also, gib einen Daumen nach oben, Olli, würde sagen, wir schauen uns gerade noch mal eine andere Karte an, weil das war jetzt ein bisschen Express FDL für eine Stunde. Also, mal schauen. So, tada, ich habe was gefunden, und zwar Charleroi. Ich glaube, das ist eine Karte, die mit dem Spiel eh selber mitkommt. Da steht 27 Minuten, 16 Züge. Ich glaube, das kriegen wir in den Express schnell durch als Abschluss. Ja, das sieht überschaubar aus. Ja, Pikes, du fährst auf 2, dann auf X-Arts da 3. Kriegst du das schon mal? Und fährt dann auf Waterloo 3 und Jensen 2. Okay. Einmal vorspulen. Und der nächste von da oben. Waterloo Gleis 2 und wird dann noch Quest fahren. Okay. Das. Warum ist es da so komisch? Du fährst auf Waterloo 2 und dann auf Quest 1. Schauen wir mal, ob das so aufgeht. Und der nächste, du bist auf Gleis 1 und fährst dann nach links. Okay. Eigentlich noch kreativ gelöst hier. Also quasi so über die Gleise drüber fährt und dann hier den Wechsel macht in die andere Richtung. Kann man machen, muss man aber nicht. Auch das ist kreativ hier. So, vorspulen. Einer von da unten. Okay, der will nach Waterloo 2. Und
fährt dann nach da oben. Lass mal schauen. So dann, okay. Ja, klar. Und dann kommen die nächsten. Du musst dann auf Gleis 2 und der fährt dann auf Quest 1. Okay. Kann man mal vorprogrammieren. Du bist nach Waterloo 3 und fährt dann nach Jensen. Das heißt, der muss so runterfahren. Lass mal schauen. So, so und so. Das nehme ich zurück und das nochmal so programmieren, damit der da wegfahren kann. Ja, klar. So, Waterloo 3 dann. Der fährt dann nach da oben. Okay, jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Waterloo 2. So, für dich ist gestellt. Der kommt dann hier gleich. Du kriegst ja... Aber ich muss dich anhalten lassen. Nee, hätte ich eigentlich nicht gemusst. Ich hätte... ich hätte da die Umfahrung machen können, dass er von hinten reinfährt. Es ist, wie es ist. Na gut. Toll, und der nächste. Du fährst nach Jensen 2. Erst einmal voreinstellen, dann grün. Gott sei Dank bleibt der noch ein bisschen stehen. So, bei dir dann wenden, wenn du ankommst. Oder Quest... Quest 1 musst du. Das heißt... Er fährt jetzt los. Er muss auf Gleis 3. Machen wir das so. Du musst auf Gleis 1. Und nach Gleis 1 fährt er noch... Pikes darüber. Okay. Und der nächste. Geil. Waterloo. 2 und der fährt noch darüber. Ist eingestellt. Komm, vorweg. Vorweg, vorweg, vorweg. Nice. So, für den Kollegen, der muss nach oben fahren, okay. Waren da jetzt 2? Das untere, oder? Ja, ziemlich sicher sogar. So. Oh, das geht sich ganz knapp aus. Geil. Wenn du, der fährt nach Jensen, okay. So, da wird das eingestellt. Bin ja alle mit Düsen hier. Der macht wieder die Umfahrung. Gut. Um den brauchen wir uns nicht mehr kümmern.
Ja, wo bist du hin? Der fährt nach oben. Waterloo 2. Du bist auf Gleis 2 weiter. Und der fährt dann noch Quest runter. Coole Sache. So, vorspulen. Ah, ich hab's mir schon gedacht, dass der sowas kommt. Der fährt dann auf... Ah, das wird das gleiche Ding wie vorher. Du fährst dann hier runter, da rein und dann auf die 2. Du bist Gleis 3 und der will nach Jansen runter. Das heißt, der fährt so. Das müssen wir so machen. Dann glaube ich, geht's auf. Kollege, du fährst nach oben. Das heißt, einmal so und dann so. Alter, ja, schickt halt nur die ganzen Züge rein, ist klar. Du bist auf Gleis 3. Du bist auf die 2. Sein, wo ich jetzt gerade was machen muss? Nee. Vorspulen. Knappe Sache. So, und jetzt mache ich es genau richtig, so wie ich es am Anfang halt falsch gemacht habe. Nice. So, du musst nach da unten. Dann hättest du das schon mal. Du fährst dann auf Gleis 1. Hier oben und dann noch Bikes hier. Und du, glaube ich, fährst ja nach Quest 1. Ja. Waterloo 3 bei dir. Der fährt dann nach oben. Perfekt. Auf die 2. Fährst du dann mal so. Dankeschön. Ja, doch, das ist cool gemacht da. Dass du da entsprechend schauen musst, wie du die Züge da reinschickst. Ah, Mann. Der eine Fehler hätte nicht sein müssen. So, da gab es dann eh die letzten 3. Ja, das ging jetzt recht flott. So, komm, verschwinde. Letzter Zug. Sehr gut. 99%. Zweimal Abzüge. Ja, ich weiß, das tut mir sehr leid. Schade. Zum Abschluss möchte ich euch aber noch eine Sache zeigen. Und zwar ein richtiger Overkill. Als Fahrplan. Und zwar... 1950 Brighton Station in Sussex Coast, England. Wieder Teil. Welcome to Brighton, a seaside city of south of England. The map is set at the end of the 1950s, the golden age of this railway. Wir schauen mal ganz kurz rein. Eventuell mache ich das in der nächsten Session, aber die Station ist absoluter Overkill. Schaut euch das mal an. Ich muss jetzt mal hier kurz Pause machen. Das ist halt wirklich komplette Nachstellung da von dem Bahnhof mit den ganzen Anschlüssen und den Depots und Zuläufen und hau mich tot. Aber hier geht's richtig ab. ja, und gleich wenn man startet, hast du einen Haufen Züge, die hier erstmal reinkommen. Und das ist Brighton Docks hier unten. Was haben wir hier? Brighton hau mich tot, Brighton Wall East Signing. Alter, das ist echt Overkill hier. Aber ja, ich glaube, ich würde mich mal trauen, hier ranzusitzen. Aber das sind
Ich glaube, hier bist du ein bisschen beschäftigt. Na gut. Jetzt haben wir zwei kleinere Karten gemacht und mal schauen, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, wir machen mal ein bisschen was Größeres, so wie das hier. Und werde da vermutlich ein bisschen dran scheitern. Ich meine, diese Übung hier da schon. Das ist irre. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch Mitglied hier auf dem Kanal. Und dann seht ihr die ganzen Videos weit im Vorhinein, bevor es für alle veröffentlicht werden. Bis dann, bleibt gesund und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.